So, jetzt aber genug ausgerüstet. Raus hier. Wir wollen da rein. Oh, die Mine ist direkt neben dem Ingrim-Tempel. Ja, macht Sinn. So. Wollte ihn öffnen, durchqueren. Ja. Aber sehr schön, dass sich die Mine immer wieder hinter uns schließt. Also, dass wirklich nur wir hier rein können und nicht irgendein Dorfbewohner aus Versehen hier reintapseln und in die nächste Säurefalle stolpert. Das muss ja nicht unbedingt sein. So, hier geht's links rum. Und wir sollten mal darauf achten, ob jetzt irgendetwas hier in dem Bereich anders ist. Denn wir haben hier den Arm von der Statue runtergehoben und es hat Klick gemacht. Was auch immer das Klicken bewirkt hat. Irgendwo war hier noch eine Falle nach unten. Da müssen wir mal schauen. Wir wollten unten links an der Wand lang gehen. Genau hier. Wo zur Hölle sind wir? Oh. Wir sind da, wo wir hergekommen sind. Okay. Dann halt hier weiter links an der Wand. Eine verschlossene Tür. Das sieht doch wichtig aus. Wollen wir vorher noch kurz dahin gucken? Ach nö. Komm. Klick. Ein 3x3 Raum. Wenn da kein Kampf ist, weiß ich auch nicht. Vor euch steht ein Feldbett mit einem Zwerg, der jetzt aufspringt und seine Axt packt. Ah, siehst du. Aber ein Zwerg, das kriegen wir schnell hin. So, Talana ist mal weg. Drück. Stellt sich mal einen Weg. Die 14 Punkte rechtfertigen das in Weg stellen. So, du gehst dahin und du darfst diesmal Däumchen drehen und Gwendolyn darf draufhauen. Und du stellst dich dahin. So, drück. Ah, okay. Kann nicht jedes Mal funktionieren. So, du wieder rauf. Du. Dahin. So, und jetzt können wir wieder alte Optionen. Und es ist auch nur ein normaler Zwerg und kein Veteran. Also ist das Ganze gleich vorbei. So spätestens jetzt. Jo. Ein Kriegsbeil. Nein. Und 6 Abenteuerpunkte. So. Es war nur ein Zwerg, also wäre ich eigentlich versucht anzunehmen, dass das irgendein Kommandant war. Oder dann wäre er ein bisschen stärker geworden, oder? Na, Stärke heißt ja nicht immer, dass es gleich der Anführer sein muss. Also gucken wir mal nach vorne. Nee, kein Feldbett, das man durchsuchen könnte. Schade. Na gut. Bleibt nur noch dieser kleine Bereich, der echt viel zu eng ist. Ah, verirrt er ja noch einen Runtergang in den anderen Bereich, den wir noch nicht entdeckt haben. Also, Vorsicht, hier war irgendwo eine Falle. Ich denke mal da. Der Boden gibt plötzlich unter euch nach. Okay, es gibt 2 Fallen. Oh, Geogon ist oben geblieben. Das ist neu. Nee, Geogon ist runtergepurzelt. Und ihr fühlt, dass ein Ruck durch euren Körper geht. Ah, da mussten wir irgendwie rückwärts gehen, richtig? Richtig. Wusch, wusch. Giron kann sich nicht selbstständig befreien aus dieser mistigen Lage. Auch wenn er komischerweise Licht hat. Das ist kurios. Oh, Grimring könnte leuchten. Das wäre ja schick. Aber nein, wir müssen jetzt zurück zur Gruppe. Die jetzt wohl auch runtergefallen ist. Ja. Und ihn einsacken. So, dann machst du bitte die Tür wieder auf. Warum auch immer die wieder zu war. Oh, irgendwo dringt Wasser ein. Die sind alle wieder zu, die Türen. Komm schon, klick, 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 klick. Raus, 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 raus. Wir wollen keine nassen Knöchel kriegen. So. Könnte hier noch irgendwo was sein? Nee, anscheinend nicht.
Okay, dann gehen wir nochmal kurz wieder runter und gucken uns hier die Karte an. Theoretisch wäre hier noch Platz für irgendwelche kleinen Räume. Also stellen wir uns mal hier so hin und zaubern. Hellsicht, Bene, Tritzel. Ich sagte Hellsicht, Bene, Tritzel. Nö, nichts drin. Okay, dann das kleine Fitzel hier noch. Und dann können wir die Zwergenmine hier auch wieder verlassen. Zaubern. Tanana. Hellsicht. Bene, Tritzel. Nö, nix. Schade. Was war denn jetzt genau hier in der Zwergenmine? Also was haben wir Außergewöhnliches gefunden? Außer Armbrustbolzen. Und jede Menge anderen Fallen, die teilweise recht heimtückisch sind, wie diese Geröllfalle. Eine Menge Dukaten. Wir hatten irgendwo noch, ich glaube in der Truhe, was wir mitnehmen wollten und gleich verkaufen. Genau, Kettenhemd, Kettenhemd. Die Kriegsballen nehmen wir auch mal mit. Kurzschwerter auch. Und den Heiltrank. Und das auch noch gleich. So, wir brauchen Dukaten. Genau, raus hier. Und auf zum Markt, da werden wir alles auf einmal loswerden. Auf Maraskan fällt schon wieder ein Sackreis um. Ja. Da hat doch wahrhaftig jemand direkt den Geldbeutel entwendet. Ah, ich mag diese Stadt nicht. Das ist schon das dritte oder vierte Mal, dass die uns unser ehrlich ergaunertes Gold klauen. Den packen wir noch. Vergesst es. So viel dazu. Ich hoffe mal, es war nicht allzu viel. Aber er hat noch 62 Dukaten, das sieht okay aus. So, wir würden gerne auf den Waffenstand und verkaufen. Was haben wir denn da jetzt alles? Ein Kettenhemd. Noch ein Kettenhemd. Kriegsbeil sind auch mal eben 3 Dukaten. Das läppert sich. Kurzschwert. Wir hatten irgendwo auch ein magisches Kurzschwert, da müssen wir vorsichtig sein. Außer Gwendolyn, gut, gut. Wir hatten noch Lederhelme oder so gekauft. Ah, wir haben jetzt einen magischen Zweihänder und wir haben den Rondra-Kamm. Also der Rondra-Kamm ist eigentlich nur ein ganz normaler Rondra-Kamm, aber er ist halt von Rondra selbst gesegnet und zur magischen Waffe erhoben. Den will ich eigentlich nicht loswerden, also behalten wir den auch erstmal. So, Kutschwert kann weg. Und das kann weg. Das Schwert lasse ich ihm mal, dass er eine Ersatzwaffe hat. Also nicht, dass Grimmring irgendwie kaputt gehen würde, aber es kann ja sein, dass wir sie abgeben müssen. Denn der Geist von Hügelig meinte, wir sollten irgendwann das Schwert Boron opfern. Und in der Situation hätte ich dann doch ganz gerne für ihn eine Ersatzwaffe. So, ich glaube, das war's jetzt. Und 40 Dukaten haben oder nicht haben. Also vor dem Feilschen. Vielleicht kriegen wir noch mehr raus. Gwendolyn. Also, 54 Dukaten. Schon sind wir wieder über die 400er Marke. Das sind mal eben 8 große Zaubertränke. Die ich übrigens auch ganz gerne kaufen würde. Aber bestimmt nicht hier in Oberorken. Außer es gibt noch einen Kräuterhändler. Können wir mal ganz kurz gucken. So viele Händler sind hier nicht mehr. Ein Schmied. Eine Krämerin. Und da war noch einer, genau. Also hier rum und ganz durch. Korbosch, Sohn des Korok. Nö. Na gut. Dann setzen wir unsere Reise mal fort. Wir haben noch Gerüchte gehört über ein Geisterschiff. Aber ob da nun wirklich was dran ist oder nicht, ist dahingestellt. Außerdem hat unsere Heldengruppe nicht wirklich Lust, vor allem ein gewisses Mitglied der Heldengruppe nicht wirklich Lust, Tage und Woche auf See zu verbringen, um ein Geisterschiff zu suchen. Also machen wir uns jetzt auf Richtung Einsiedlersee. Da haben wir zum einen noch ein Einhorn, das uns eigentlich versprochen hatte, wiederzukehren mit einem Kartenstück.
aber nicht wirklich wieder gekommen ist. Das sollten wir nochmal suchen. Und dann könnten wir gucken, ob der Einsiedler vielleicht irgendwas Neues hat. Ja, so, erstmal Wachen aufstellen. Terek, Gerugon, Gwendolyn. Dann sollten wir Mürrim wieder nach vorne schicken. Auch Mürrim jagen lassen. Und Jallen kann mal ein wenig Kräuter suchen. Wow, 4 Tanelen, 2 Einbeeren und 2 Wisselkräuter. Sehr schön. Weiterreisen. Also müssen wir jetzt von hier aus Richtung Fexenstadt, also Fexkarriere. Ja. Wir wollen die Fuhr durchqueren, richtig. Und alle erreichen sicher das andere Ufer. Oh, viele Orks. Du dahin. Das sind jetzt aber nicht die Vorboten der Invasionsarmee, oder? Das ist bestimmt nur irgendein normaler Überfall. Aber sollten wir ein Auge darauf haben, ob sich in den nächsten Tagen die Überfälle ein wenig häufen, dann sollten wir vielleicht doch schon früher an die gewisse Stelle gehen als erwartet. Wir haben hier den Aufmarschplan. Es kann echt gut sein, dass dadurch, dass wir diese Höhle da gestürmt haben, wir den Zeitplan der Orks einfach ein wenig vorgerückt haben. Was natürlich nicht sehr schön wäre. Obwohl, es wäre gerade gut, oder? Dann sind sie unvorbereitet, nicht gut genug ausgerüstet. Ja, doch. Gar nicht mal so schlecht soweit. Man könnte glatt malen, wir hätten das so geplant. Aber so ist es wahrscheinlich bei den meisten Heldengruppen. Die machen einfach irgendetwas und dann klappt es doch meistens. Wahrscheinlich nur, weil sie genug Dukaten an den örtlichen Tempel gespendet haben. Aber ja. Die Lösung ist das Wichtige, nicht wie man da hinkommt. Angriff dahin. So, aber das sind nur ganz normale Orks gewesen. Also wohl doch keine Invasionsarmee. Abwarten. Also Talana abwarten und wir auch abwarten. Wenn jetzt noch 2, 3 von den Trupps kommen, dann sollten wir sofort an die besagte Stelle gehen. So, du den da anschießen. Du dahin. So, Last Orc Standing. Geh mal dahin. Ah, der haut ab. Ah, 12 Abenteuerpunkte. Na gut. Wachen aufstellen. Auf jeden Fall Wachen aufstellen. Geh rüber. Und kein Überfall in der Nacht. Das ist schon mal gut. Ein idealer Rastplatz. Nein. Hier endet die eigentliche Straße. Ihr befindet euch nun wieder im Orkland. Außerhalb jeglicher Zivilisation. Und das große Schilfgebiet. Hüfttiefes, schlammiges Wasser. Ja, das kennen wir alle schon. Also die Strecke hier ist ziemlich unpraktisch. Aber sei es drum, müssen wir uns halt durchkämpfen. Terek, Gwendolyn, Gerugon, Mürrim bitte einmal unsere Wasservorräte auffüllen. Genau. Kräuter werden hier nicht gesucht und schon wieder Orks. Wir sollten uns doch vielleicht ein wenig beeilen. Also Fexkaer, Einsiedlersee, kurz zum Einhorn gehen. Und danach sollten wir auch gucken, ob an der Stelle des Aufmarschplanes schon irgendwas zu sehen ist. Und sonst halt in der Umgebung einfach ein wenig uns umschauen. Weil es kann ja auch gut sein, dass sie jetzt den das Aufmarschgebiet verändert haben, da sie wissen, dass wir den Plan haben. Oder irgendjemand den Plan hat. So, Angriff. Du, einen Schritt zurück. Dahin. Da drauf.
Trick. Also. Ork trifft einen Ork. Sehr schön. Du noch einen Schritt zurück. Und jetzt hast du keinen mehr. Also. Genau. Ja, aber alles auch ganz schwache Orks. Ein Rapier. Den nehmen wir mit und gucken uns an, wie viel besser Gwendolyn damit zupieksen könnte. Ah, wir kommen anscheinend doch besser voran als gedacht. Jedenfalls, nachdem wir durch dieses Schilfgebiet durch waren. So, Rapier zu Gwendolyn. Sie hat momentan 9,5. 12,8. Das Kurzschwert ist zwar magisch, aber ich denke nicht, dass es mehr Schaden machen wird als der Rapier. Und der Rapier trifft doch schon arg häufiger. Also lassen wir es mal so, wie es jetzt ist. So, Wache aufstellen, Tirek, Gwendolyn, Gerugon. Gejagt haben wir gestern schon, das müssen wir heute nicht. Also einfach nur schlafen. Wozu stellen wir überhaupt Wachen auf? Na gut, dann probier doch mal dein Rapier aus. Du musst deine Axt nicht ausprobieren. Du weißt, dass sie gut ist. Und du versuch einfach dein Bestes. So, du schieß auf ihn. Oder sie, es. Und du gehst einfach nach da hinten. Autsch. Das war mal unsanft geweckt. Und du einen Schritt zurück. Schießen. Danach wird sie auch keinen Schritt zurück mehr machen können, wegen dem doofen Lagerfeuer. Abwarten. Auf die. Ah, die müsste auch gleich fliegen. So, und du läufst schon mal in Richtung Elfe. Du auch. Abwarten. Du kannst wirklich nicht weiter. Dann geh doch mal in die Richtung. Du haust wieder drauf. Abwarten. Alte Option. So, Tirek. Lauf mal dahin. Die eine Harpie ist geflohen. Na gut, dann stell du dich mal dahin, in der Hoffnung, dass die Harpie sich genau zwischen dich und Tirek stellt. Und du versuchst mal über das Feuer zu schießen, was nicht geht. Okay, da hinten hin. Irgendwie will die Harpie nicht. Ah, na also. Abwarten, in den Weg stellen, draufhauen. Harpie trifft Tirek. Na gut, du stellst dich da schon mal hin. Tirek darf dann gleich mal zur Seite ausweichen. So, genau dahin. Angriff. So, 12 Abenteuerpunkte und weiterreisen. Nach 10 Schritt haben wir einen idealen Rastplatz gefunden. Nein, wir reisen weiter. Und zwar im Gewaltmarsch. Und hier finden wir die Stelle, wo wir abzweigen könnten. Wir sind wahrscheinlich hier. Aber wir wollen nicht zurück dahin, wo wir schon mal waren. Wir wollen unseren Weg fortsetzen. Wache aufstellen, dieses Mal hoffentlich auch nicht einschlafen. Jagen müssen wir auch. Und bestimmt mal wieder Proviant aussortieren, oder? Okay, 12 geht eigentlich noch. Werfen wir mal trotzdem 9 Stück weg. Keine Harpien, keine Orks, keine Goblins. Gut. Noch ein idealer Rastplatz. Nein, wir wollen nach Fexenstadt. Eine abenteuerliche Gestalt hat es sich am Wegesrand bequem gemacht, poliert ein sehr gefährlich aussehendes Schwert und genehmigt sich gelegentlich einen Schluck aus einem Weinschlauch. Wollt ihr den Abenteurer nach dem Weg fragen, euch über die Orks und Festgesäher erkundigen oder euren Kollegen grüßen und dann weiterziehen? Den Weg kennen wir ja eigentlich. Also fragen wir mal nach den
Orks, ob sich da irgendwas getan hat. Die Orks? Darüber kann ich euch kaum was erzählen, außer dass es von Tag zu Tag mehr werden. Man könnte meinen, hier ist irgendwo ein Nest, ja, wenn der wüsste. Aber in Fexkaya, da war ich schon, ganz nett, jedoch sicherlich nicht mehr der Traum der Diebe von einst. Krumme Geschäfte macht da jeder, vor allem die hohen Tiere und die Pfaffen. Und umsonst gibt's da gar nichts. Ja, die Pfaffen, die haben wir schon gemerkt, dass die da ihr eigenes Süppchen brauen. Aber gut, da konnten wir nichts machen. Wir konnten nur seine Handlanger verprügeln. Tirik, Gwendolyn, Gerugon, schlafen. Weiterreisen. Und endlich in Fexkaya. So, in den nächsten Tempel, der hoffentlich nicht der Tempel ist, wo wir schon mal drin waren und uns verpieseln mussten. Nämlich, das war der hier, glaube ich. Wir wollen oben in den Travia-Tempel. Oder Parane-Tempel. Speichern. LP 96. Und wir sehen uns gleich wieder.